Hallo und willkommen bei die Autotester. Könnt ihr euch an den Ford Puma erinnern? Ja, das ist schon lange her, denn der wurde nur bis 2001 gebaut. Jetzt gibt es aber den neuen Ford Puma. Jetzt soll alles anders werden. Rein optisch, denke ich, sicherlich nicht die schlechteste Richtung, aber wir wollen während unserer Verbrauchsfahrt herausfinden, was er wirklich kann. Wir fahren wie immer 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn und schauen mal, was unser 1 Liter Dreizylinder hier als Hybrid tatsächlich verbraucht. Und natürlich schauen wir uns auch an, was das Auto sonst noch zu bieten hat, bezogen auf Platz, Kofferraum, Infotainment, Assistenz- und Sicherheitssysteme und vieles mehr. Und los geht sie, unsere Fahrt im Ford Puma ST-Line X. Unser Fahrzeug hier, das wird angetrieben von einem 92 kW bzw. 125 PS starken 1 Liter Dreizylinder als Hybrid, und zwar als Mild Hybrid, dazu aber später mehr. Der liefert maximal 210 Newtonmeter Drehmoment, ist hier im Auto gekoppelt mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe und soll verbrauchen laut Ford, 4,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer und wir sprechen hier von ganz normalem bleifreien Super. Wie immer haben wir unser Fahrzeug hier komplett resettet auf 0 gesetzt, also das heißt die Kilometerzähler auf 0, Verbrauch auf 0 und die Fahrzeit und so weiter auch. Das könnt ihr sehen, gerade etwas mehr als eine Minute unterwegs. Und wir haben aktuell, ja, es recht warm draußen. Es sind schlappe 27 Grad Außentemperatur. Und deswegen habe ich, naja, nicht nur deswegen, auch weil ich es immer mache, die Klimaanlage natürlich eingeschaltet hier im Auto. Die habe ich eingestellt auf 22 Grad, auf die geringste Lüfterstufe, um zumindest ein bisschen mich wohlfühlen zu können im Fahrzeug bezogen auf die Temperatur. Und trotzdem, ich nur eine kurze Hose trage, ist es wirklich sehr, sehr warm. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir hatten auch schon Regen die Tage, also von daher alles so, wie es sein soll. Wir fahren jetzt wie immer 100 Kilometer über Land, über die Autobahn und durch die Stadt und fangen wie immer mit der Überlandfahrt an und schauen mal, wie sich so unser Spritverbrauch entwickelt. Aktuell 7,3, 7,2 Liter fallend. Das ist so das, was wir kennen. Die Leute, die das öfter zuschauen, wissen das. Wenn wir losfahren, dann sind die Verbrauchswerte immer eher hoch und es dauert so ein paar Kilometerchen, bis das Auto sich eingependelt hat und bis er dann einen Wert anzeigt, der zumindest halbwegs in eine Durchschnittsverbrauchsrichtung geht. Direkt mal vorweg, ich denke, das ist wichtig, dass ich es auch nicht vergesse. Die Preise, die ich nenne, die sind aus den Preislisten, die ich vorliegen habe. Und das heißt, sie werden noch mit 19% Mehrwertsteuer sein. Wir haben aber jetzt den neuen Mehrwertsteuersatz, also den gesenkten, den, sagen wir mal, Corona-Satz. Und ich habe mir gedacht, die 19 lasse ich, weil das sind die Preise, die habe ich, die sind da, die sind von Ford rausgegeben. Und vor allen Dingen werden sie ja danach wahrscheinlich auch wieder die Preise sein, die es geht. Und ich hoffe, dass das Video auch vielleicht in 6 Monaten noch jemand schaut, der sich vielleicht dann für einen Ford Puma interessiert. So, das war es jetzt so für den Einstieg. Wie immer fahren wir natürlich ganz normal. Das heißt, es wird hier nicht geheizt, es wird nicht besonders spritsparend gefahren. Es wird einfach ganz normal gefahren, so wie ich denke, dass ich mit dem Auto fahren würde, wenn es meins wäre. Und was ich ja jetzt schon nach so wenigen Minuten sagen kann, ich nach rund 3, ist, dass die kleinste Lüfterstufe bei den Außentemperaturen in diesem Auto schwerlich funktioniert. Und das, obwohl ich hier oben das Rollo, könnt ihr vielleicht sehen, von unserem optionalen Glasschiebedach hier geschlossen habe. Aber aktuell ist es hier drin arg warm. Also entweder leben wir damit, dass ich nachher hier klatschnass bin, das fängt jetzt schon gut an, oder ich stelle nachher den Lüfter einfach mal ein bisschen höher. So, wir haben jetzt die ersten rund 10 Kilometer geschafft, sind rund 10 Minuten unterwegs und das Auto zeigt mir jetzt einen Wert an von 4,5 Liter, die 100 gefahrene Kilometer. Also da sind wir noch minimal über dem Wert, den der Hersteller angibt, mit 4,3. Ich denke, das ist so ein erster Richtwert, den man ganz gut mitnehmen kann, um halt zu sehen, wo fängt die Reise an, sagen wir es mal so. Ob wir den noch drücken können, wird sich zeigen, denn jetzt fahren wir das erste Mal gleich wieder hier aus dem kleinen Ort raus, durch den wir durch sind. Und schauen mal, wohin unser Wert sich entwickelt. Aktuell jetzt mit 4,6 leicht steigend. Was hier bei dem Ford Puma ganz spannend ist, das ist das Thema Ausstattung. Denn der ist bereits in der Basis als Titanium sehr, sehr ordentlich ausgestattet. Es gibt also reichlich Dinge, die man in anderen Fahrzeugen tatsächlich für teuer Geld dazu kaufen muss. Das
sag mal ein Beispiel. Es gibt hier serienmäßig Sportsitze im Fahrzeug. Es gibt hier serienmäßig eine Klimaanlage, zwar nur manuell, aber die ist drin. Es gibt hier serienmäßig eine Verkehrszeichenerkennung. Es gibt hier serienmäßig ein 8 Zoll großes Touchscreen hier vorne fürs Infotainment. Nur um so ein paar Sachen aufzuzählen, die das Auto halt immer mitbringt. Die Liste, was alles in der Basis drin ist, das schlüssel ich euch hier mal auf. Das Einzige, was wir jetzt mal weglassen, sind die Assistenzsysteme. Dazu kommen wir später noch. Auch die Liste ist nicht so ganz ohne. Und bei uns ist es sogar so, wir fahren ja den Ford Puma in der ST-Line X-Version. Und diese ST-Line-Version, die haben dann serienmäßig noch einiges mehr an Bord. Und die ST-Line X sowieso. Und auch das zeige ich euch jetzt mal kurz, was da so an Ausstattungsfeatures bereits im, sag mal, Ursprung mitkommt, ohne dass ihr das dazu konfigurieren müsst. Und bei uns zum Beispiel fällt natürlich sofort auf, wenn man hier drin sitzt, das große voll digitale Cockpit, denn das hat mehr als 12 Zoll. Und das ist natürlich für so ein kleines Auto schon, ja, ein echter Hingucker. Das ist sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Hier habe ich alle wichtigen Daten vor der Nase. Und ich denke, das kann sich in so einem kleinen Auto schon sehen lassen. Was übrigens nach so ein paar Kilometerchen schon auffällt, ist, dass wir hier sehr deutlich merken, dass wir einen Dreizylinder fahren. Also merken ist vielleicht das falsche Wort, man hört es. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen Drehzahl mache und den Wagen so ein bisschen stärker beschleunige, dann höre ich so dieses typische Dreizylinder-Geräusch. Das kommt hier im Innenraum dann relativ deutlich an. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich jetzt mal hier drauf drücke. Ah, Vorführeffekt. Denn das gibt dem Wagen so ein bisschen kernigen Charakter. Wenn ich ihn ruhig fahre, wie jetzt, wenn ich jetzt mal sage, ich darf hier 100 fahren, schalte mal hoch, na, 6, der ist zu viel, nehmen wir einen 5. Gib dann ein bisschen Gas, hören wir eigentlich nichts. Bin jetzt gleich schon bei 95, 6, nur die Strecke hier ist eigentlich mit 100 schon etwas knackiger. Und da kann man sehr schön sehen, der Motor ist schön gekapselt. Also ich habe hier drin eigentlich kaum Geräusche, ich höre den Motor eigentlich fast gar nicht. Und das wiederum finde ich persönlich in puncto Komfort eine sehr angenehme Geschichte. Unser Ford Puma, der fährt in der Sonderlackierung Magnetic Grey Metallic vor. Die finde ich passt extrem gut zum Auto, aber ist leider aufpreispflichtig. Hier werden 800 Euro fällig. Wenn wir uns den Wagen von vorne anschauen, dann fällt auf, dass der so ein richtig großes Maul hat. Das ist dieser riesen Kühlergrill hier und der schafft von vorne einfach so einen, ja, so einen aggressiven Ton, finde ich. Finde aber auch, dass das dem Auto sehr gut steht, denn das Ganze wird noch ein bisschen unterstrichen von dem Stoßfänger hier vorne, gerade von dem unteren Frontspoiler, der so relativ scharf gezeichnet daherkommt und sorgt so von vorne wirklich für die Dynamik, die man sich bei Ford sicherlich gewünscht hat. Dann wichtig beim Fahrzeug ist, normalerweise gibt es hier keine LED-Scheinwerfer, aber es gibt in der Basis bereits LED-Tagfahrlicht. Und wir finden hier eine sehr schöne Signatur. Bei uns jedoch wichtig, wir haben die aufpreispflichtigen Voll-LED-Scheinwerfer verbaut. Und dafür werden, wie bei der Lackierung auch, 800 Euro fällig. Muss aber dazu sagen, die sehen am Auto wirklich gut aus und ausreichend Licht gibt es außerdem. Was mir bei den Scheinwerfern und hier dieser Gestaltung der Haube vorne auffällt, ist, wenn ich von hier drauf schaue, erinnert mich das irgendwie stark an die aktuellen Porsche-Modelle. Und ja, das ist ein großes Kompliment an die Kollegen von Ford, auch wenn es vielleicht so ein bisschen, sag mal, inspiriert wurde von einem anderen Hersteller. Sorgt aber dafür, dass das Auto ein bisschen aufgewertet wird, wie ich finde. Und ich finde die Optik tatsächlich von vorne richtig spannend. Der Wagen wirkt unglaublich dynamisch. Und ob er sich genauso fährt, das probieren wir ganz einfach während der Fahrt mal aus. Ein Ford Puma, den gibt es bereits ab rund 23.000 Euro, dann allerdings mit dem ebenfalls 125 PS starken Benziner, aber nicht als Hybrid. Wer sich für den Wagen interessiert, den wir fahren, also die Basisversion unseres Ford Puma STX, die kostet auch mit dem 125 PS Motor, aber als Hybrid ganz knapp unter 27.000 Euro. Und wer dann die Ausstattung noch haben möchte, die wir in unserem Auto haben, nämlich die ganzen vielen kleinen Extras, die hier noch drin sind, wobei so viel sind es gar nicht, die blende ich euch hier gleich noch mal ganz kurz ein, damit ihr auch da wisst, was hat unser Auto an besonderer Ausstattung. Da liegen wir dann doch schon über den 30.000 Euro. Dann hat der Wagen aber wirklich, wie ich finde, alles mit an Bord, was man sich irgendwie vorstellen kann. Wobei ich auch finde, dass 30.000 Euro für so ein kleines Auto schon nicht so wenig Geld sind. Und da muss man eben wissen, will man das oder will man das nicht, wenn man eben so ein kleineres Fahrzeug fährt, da noch so ein bisschen mehr reinstecken bzw. so eine teure Basis kaufen. Denn wenn man sich zum Beispiel anschaut, was der Markenbruder Fiesta kostet,
in der Basis, dann weiß man, dass der Ford Puma nicht so das preiswerteste Auto ist. Denn so ein Ford Fiesta, den gibt es bereits ab rund 13.000 Euro. Sprechen wir mal kurz über das Thema Materialien und Verarbeitung. Ich finde den Ford hier im Interieur grundsätzlich ansprechend. Wir haben hier so Carbon-Optik, bei uns zumindest im Fahrzeug, nehmen wir das ist ST-Line, müsste ich nachschauen. Hier so eine Carbon-Optik um das Cockpit herum und hier vorne am Armaturenbrett auch. Wir haben rote Umrandungen hier zum Beispiel bei den Lüfterauslässen und auch hier so rote Ziernähte im Fahrzeug, die so ein bisschen den sportiven Charakter unterstützen. Das finden wir auch hier am Lenkrad nochmal wieder. Und das macht auf den ersten Blick, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Eindruck. Und ich finde auch nach wie vor, dass eben dieses voll digitale Cockpit was dazu tut, dass der Wagen einfach ja, sehr sportlich daherkommt. Auch wenn ich mir die Sitze jetzt mal anschaue, rein optisch, die haben einfach so einen, ja, einen schönen sportlichen Touch, gibt dem Auto wirklich Charakter. Wenn ich mir jetzt die Materialauswahl anschaue, dann ist es so, ich habe hier in der Tür im hinteren Bereich hier, das glaube ich ist Kunstleder, wie gesagt, eben mit den roten Ziernähten. Davor habe ich aber Kunststoff, hier oben habe ich Soft Touch auf dem Armaturenbrett. Aber sobald ich weiter runter gehe, kommt halt überall nur noch harter Kunststoff. Das ist aber in dieser Fahrzeugkategorie überhaupt nicht ungewöhnlich. Das ist einfach etwas, was man bei diesen kleinen Wagen in Kauf nehmen muss. Hier wird niemand flächig Softtouch verbauen oder Leder verbauen. Das ist einfach viel zu teuer, viel zu schwer. Und im Übrigen, wenn wir uns höhere Kategorien anschauen, dann nimmt das auch immer mehr zu. Gutes Beispiel finde ich immer wieder ist der aktuelle Golf. Beim neuen Golf 8 ist es auch schon so, dass wir quasi ab so diesem Niveau hier, sagen wir mal, unterhalb des Lenkrads, eigentlich nur noch Kunststoff finden. Und das ist eben ein Trend, der kommt. Wichtiger ist aber, wie sieht das Ganze aus? Und hier ist, wie gesagt, grundsätzlich sehr schön. Was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist so der Bereich der Türen vorne. Da sieht diese große schwarze Fläche, wie ich finde, so ein bisschen, ja, einfach nicht so ansprechend aus. Ich denke, da hätte man mit einer anderen Struktur das Ganze deutlich aufwerten können. Jetzt haben wir ja schon über das Thema Sitze gesprochen. Dann sprechen wir aber auch mal darüber, wie sind die eigentlich? Ich finde die, wie gesagt, nicht nur optisch ansprechend, sondern man sitzt auch ganz gut darauf. Also auch die Kopfstütze hier oben, die kann ich so einstellen, dass ich das Gefühl habe, sie passt auch für mich als großen Menschen. Und was Ford eben sagt, serienmäßig bereits Sportsitze mit erhöhtem Seitenhalt. Und das kann ich nur so unterschreiben. Der Seitenhalt hier in den Sitzen ist wirklich gut, auch für so einen Brecher wie mich. Und das sind schon Sitze, in denen man sich auch für eine, wie ich denke, längere Zeit sehr wohlfühlen kann. So, wir haben jetzt gleich die 25 Kilometer geschafft. Die ersten haben jetzt einen angezeigten Verbrauch von 4,9 Liter und sind rund 25 Minuten unterwegs. Sind also aktuell nicht so weit weg vom angegebenen Verbrauch, aber eben auch nicht so nah dran. Und wir sind noch auf der Landstraße und zwar auf dem Stück, das eigentlich immer ganz gut funktioniert zum Thema vernünftige Verbrauchswerte. Wenn wir uns bei unserem Ford Puma das Thema Assistenzsysteme anschauen und Sicherheitssysteme, dann stellen wir sehr schnell fest, da muss er sich überhaupt nicht verstecken in der Basis. Der bietet wirklich sehr, sehr viel. Wir haben zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennung mit an Bord. Wir haben zum Beispiel einen Spurhalteassistenten, und zwar einen aktiven, wenn ich es richtig gesehen habe, mit dabei. Wir haben diverse Systeme dabei, so Pre-Sense-Systeme, die also bei einem möglichen Unfall schon eingreifen. Wir haben welche, die nach einem Unfall eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Wir haben eine ganze Liste von ja, vielen, vielen Dingen, wie zum Beispiel auch Parksensoren schon dabei und bereits im Basismodell. Hier mal die Liste der Dinge, die für mich zu Assistenz- und Sicherheitssystemen gehören. Das ist wirklich eine ganz schöne Latte. Es gibt darüber hinaus natürlich noch Dinge dazu zu kaufen, unter anderem auch in Form von Paketen. Und das blende ich euch hier auch mal kurz ein, dass ihr mal seht, was man da noch in diesem Bereich dazu bestellen könnte, um das Fahrzeug noch mal sicherer und oder komfortabler zu machen. Und da ist wirklich einiges dabei. Wie gesagt, in der Basis gibt es zum Beispiel auch schon einen Tempomaten. Es gibt da auch schon einen, ich glaube, nennen sie das intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, der mit der Verkehrszeichenerkennung zusammenarbeitet. Also wirklich relativ viel. Und wie gesagt, nach oben hin ist dann wie meistens, ja, the sky is the limit. Also keine echte Grenze zu sehen. Man muss demnach hier auch bei einem kleinen Auto tatsächlich kaum auf irgendwas verzichten. Unser Ford Puma, der hat die Ausstattungslinie ST-Line X. Und das ist der Grund, warum wir hier bei uns am Fahrzeug diese dunklen, schönen 18 Zöller vorfinden. In der Basis gibt es 17 Zoll Räder, maximal bestellen könnt ihr aktuell 19 Zöller. Schauen wir uns das Auto insgesamt an. Der Wagen ist 4,19 Meter lang und damit tatsächlich knapp 15 cm länger als sein technischer Bruder, der Ford Fiesta. Und das Gleiche sehen wir auch beim Radstand. Wir haben hier 2,59 Meter und auch das sind, ich glaube, 95 mm mehr, als wir es beim Ford Fiesta finden. Also wirklich komplett andere Verhältnisse. Und außerdem ist das Auto da nochmal rund 5 cm höher als der Fiesta.
Und wie sich das im Innenraum ausmacht oder was das im Innenraum ausmacht, wie da die Platzverhältnisse sind, das schauen wir uns natürlich während der Fahrt auch nochmal an. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, das ist ein sogenanntes Sports Utility Vehicle und ich finde dieses Thema SUV haben sie relativ dezent umgesetzt, denn wir finden hier im Auto zwar Beplankung an den Radhäusern und den seitlichen Schwellern, aber in Wagenfarbe und damit sehr dezent, sehr zurückgenommen. Im Grunde genommen etwas, was wirklich nicht auffällt. Die Bodenfreiheit ist auch nicht so, dass man sagen könnte, das sieht nach SUV aus. Aber dieses Thema Sport, das haben sie, wie ich finde, sehr schön umgesetzt. Zum einen haben sie es geschafft, die Radhäuser gerade hinten ordentlich zu betonen. Und wir haben hier diesen auf der Schulter montierten Außenspiegel, auch so ein typisches, sag mal, Sportwagen-Indiz. Dann haben wir eine sehr flache Frontscheibe, haben eine leicht nach hinten abfallende Dachlinie, die in diesem Dachkantenspoiler ausläuft und haben hier eine Schulter- und eine Fenstergrafik, die nach oben ansteigt. Und das sorgt bei dem Auto einfach so für einen Push nach vorne. Und insgesamt hat Ford es hier geschafft, dieses relativ kleine Auto doch sehr kräftig aussehen zu lassen. Sprechen wir doch mal über das Thema Fahrwerk, Lenkung, Bremse. Was mir jetzt so nach den ersten Meterchen hier auffällt, ist, dass das Auto fahrwerkstechnisch, wie ich finde, einen ganz vernünftigen Job macht. Also der Wagen neigt sich nicht groß, der kippt nicht großartig, der liegt tatsächlich vernünftig auf der Strecke. Und auch wenn man die Kurven rollt, aktuell nicht ganz so schnell, weil wir gar nicht dürfen und weil wir auch jemanden vor uns haben, hat man aber trotzdem immer ein gutes Gefühl. Also der Wagen liegt da wirklich sauber. Die Bremse ist, wie ich finde, vernünftig dosierbar, auch da nichts Bemerkenswertes. Also jetzt nicht, dass man sagt, die Bremse schlechthin, noch, dass man sagen müsste, sie wäre schwammig oder so. Also ganz, ja, so wie sie sein soll, wie sie einfach auch zum Auto passt, wie ich finde. Das Thema Lenkung ist so, dass ich sage, die ist vernünftig ausgewogen für dieses Fahrzeug. Die ist nicht super knackig oder ultra präzise, aber sie ist für so ein kleines SUV oder kleines Crossover-SUV, ich glaube, so nennt Ford den Wagen, absolut in Ordnung. Und das ist ja auch dann noch, wenn man ein bisschen flotter unterwegs sein will, vermittelt einfach einen vernünftigen Eindruck und nicht irgendwie das Gefühl von Indirektheit, sondern macht, wie ich finde, für die Fahrzeugkategorie und fürs Auto einen wirklich vernünftigen Job. Wie immer bei solchen Autos hat man natürlich aufgrund der geringen Radstände und aufgrund der Höhe der Fahrzeuge natürlich immer so ein bisschen Einbußen hinzunehmen beim Thema Komfort, denn der Wagen soll eben möglichst gerade bleiben, sich nicht neigen bei schnellen Kurvenfahrten. Dadurch ist das Fahrwerk meistens straff. Aber ich finde, dass der Ford das hier ganz gut macht. Das ist übrigens was ich bei Ford sehr häufig feststelle, dass diese Fahrwerke sehr ausgewogen sind. Dass man also das Gefühl hat, man hat ein relativ straffes, sportliches Fahrwerk unterm Hintern und trotzdem bietet der Wagen einen Komfort, den man eventuell aufgrund dieses straffen Verhaltens überhaupt nicht erwartet. Und das würde ich sagen, ist beim Puma genau so. So, jetzt sind wir hier wieder auf dem Stück Landstraße, das so ein bisschen wie ein Flickenteppich aussieht. Dann fahren wir dann, können wir ein bisschen flotter über diesen Untergrund fahren. Da ist genau das, was ich sagte mit dem Fahrwerk. Auch hier wieder, der Wagen liegt eigentlich schön satt, auch in der Kurve hier. Macht da einen ganz ordentlichen Eindruck, aber trotzdem kommen diese Schläge von dem Untergrund überhaupt nicht durch. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, hier mich weiterhin wohlzufühlen und das, die Fahrt zu genießen. Was hier aber auch auffällt, vor allen Dingen gerade eben in dieser etwas flotteren Kurve, ist, dass eben die Lenkung nicht so super präzise ist, wie wir es bei anderen Autos schon gehabt haben. Reicht völlig aus, wie gesagt. Aber wenn man dann doch ein bisschen dynamischer fährt und eben der Untergrund ein bisschen unebener wird, dann merkt man eben schon so, wo die Unterschiede liegen. Und das war jetzt gerade eben auch wieder so eine klassische Geschichte. Wie gesagt, nichtsdestotrotz eine sehr ordentliche Vorstellung. Was ich hier übrigens nicht sehe aktuell, das ist so eine Gangempfehlung. Das haben wir meistens bei Schaltwagen, kann ich hier aber nichts sehen aktuell. Jetzt beschleunigen wir mal kurz, was er macht. Jetzt dreht es aber ab 4000, jetzt kommt das Brummen. Das ist dieser Dreizylinderklang. So, jetzt kommt wieder die Kurve, die wir haben, bevor es auf die Autobahn geht. Die wir etwas flotter fahren können. Schauen wir mal kurz, wie er sich hier anstellt. Ja, ein leichtes Schieben über die Räder, aber kein Neigen. Also von daher nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie unwohl fühlt. Ich denke, das hat er ganz ordentlich gemeistert. Am Heck unseres Ford Puma gibt es zuerst einmal den kleinen Hinweis, dass wir Hybrid fahren. Ja, es ist nur ein Mild-Hybrid mit einem 48 Volt Bordnetz, aber nichtsdestotrotz können wir jedem sagen, dass wir umweltfreundlich sind.
Was mir gut gefällt, das ist hier dieser Puma-Schriftzug. Der ist ein bisschen dezenter, in Schwarz gehalten. Finde ich persönlich wirklich sehr schön und macht auch einen guten Eindruck unterhalb von dem Ford-Logo. Dann haben wir eine relativ flache Heckscheibe, auch hier wieder abgedunkelt, und den Dachkantenspoiler. Das sorgt für so ein bisschen Dynamik am Heck. Und wichtig beim Auto ist, die Heckleuchten sind mittig geteilt und sind immer in LED ausgeführt. Und was ich hier finde, ist, dass diese LED-Signatur sehr schön geworden ist. Gefällt mir persönlich gut. Die sind ein bisschen dreidimensional, gehen weit in die Seite des Autos. Finde ich gelungen. Dann ein wichtiger Punkt beim Auto. Es gibt einen echten Auspuff. Keine Blende, kein Felgen, ein richtiger Auspuff, so wie es sich gehört. Und der ist eingerahmt so ein bisschen von einem angedeuteten Diffusor, der so die Sportlichkeit des Autos nochmal unterstreichen soll. Was mir beim allerbesten gefällt beim Auto, ist, wenn ich mir das Heck insgesamt anschaue. Denn da fällt auf, dass die Schultern und die Radläufe richtig breit ausgestellt und dass der Wagen oben relativ schlank ist. Und das sorgt einfach dafür, dass der richtig fett auf der Straße steht. Und das, obwohl er eigentlich relativ schmal ist. Also wir haben jetzt hier eine schöne Geschichte. 125 PS in dem Auto. Traktor vor uns bei 50 beschleunigen. Zweiten Gang. Ohne Stress. Also kann ich quasi direkt in fünften hochschalten. Auch das funktioniert problemlos. Wir haben jetzt die ersten 36 Kilometer gleich geschafft, sind jetzt 37 Minuten unterwegs. Aktuell sind wir noch so bei der Minute für einen Kilometer und fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Wir haben aktuellen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 4,9 Liter auf 100 Kilometer, also 0,6 weg vom angegebenen Verbrauchswert. Und fahren jetzt auf die Bahn und wollen mal schauen, was da passiert. Ich werde am Anfang wieder mal durchbeschleunigen, um zu schauen, wie er geht. Höchstgeschwindigkeit vom Auto soll sein, ich glaube 191, die werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber nur, dass ihr den Wert gehört habt. Und er beschleunigt normalerweise, ich glaube, in 9,8 Sekunden von 0 auf 100. Auch das werden wir natürlich hier nicht machen. Aber ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt. Jetzt geht es für uns auf die Bahn, wie er sich da schlägt. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, aufgrund auch der Form des Autos und der höheren Bauart, wie sich das Thema Geräuschentwicklung da verhält, denn bisher fand ich ihn in diesem Punkt wirklich sehr gut. Also der Wagen ist schön gekapselt, schön ruhig, und jetzt schauen wir doch mal. Jetzt mal bei 60, tritt mal voll durch, gucken, was passiert. Beschleunigungswert finde ich für die Leistung, die er hat, völlig in Ordnung. Wir können auch dabei bleiben. Jetzt kommt wieder 5000 Touren, kommt der 13er deutlicher, aber bei 140 nichts zu bemäkeln, gar nichts. 150. Jetzt im fünften Mal ein bisschen früher geschaltet, zu schauen, was er da macht. Alles im grünen Bereich, 160, jetzt kommen die Windgeräusche. Das ist genau das, was ich meine zum Thema Bauform. Aber auch jetzt bei 175 schalten wir einen sechsten Gang. Sehr, sehr ordentlich, fast 180 auf dem Tacho. Kein Grund, sich hier im Auto zu beschweren. Liegt auch immer noch gut, und ich finde auch vor allen Dingen für die Größe des Wagens ist es hier sehr ruhig im Auto, so bezogen auf die Bewegung im Wagen. Sehr ordentlich, kann man, denke ich, nicht viel Schlechtes zu sagen. Und immer daran denken, das ist ein kleines Auto. Also ich denke, das kann man einen Daumen hoch geben, das ist wirklich gut gemacht. So, wir werden jetzt mal die 130 fahren, also die Richtgeschwindigkeit auf unseren deutschen Autobahnen. Dazu stelle ich einen Tempomaten ein, denn wir haben hier im Auto den adaptiven Tempomaten, also den, der automatisch die Geschwindigkeit anpasst und er sie auch anhand der Verkehrsschilder anpassen soll. Und das kann ich einstellen übers Lenkrad. Im Lenkrad übrigens habe ich links die Bedienung, unter anderem für den Tempomaten und aber auch für die Lautstärkeregelung von meinem Infotainment-System. Rechts habe ich dann die Bedienung hier vorne von meinem Menü und auch Telefonannahme, Abnahme und auch die Sprachbedienung, die übrigens beim Fahrzeug auch serienmäßig mit an Bord ist. Wir stellen jetzt mal den Tempomaten ein, schauen mal, ob wir direkt den einschalten können. Nach oben gedrückt ist er an. Ich sehe noch nichts. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir ihn erstmal anschalten, und das machen wir, den Knopf hier oben. Jetzt ist er an und jetzt kann ich die Geschwindigkeit einstellen, entweder einzeln oder beim längeren Festhalten in Schritten, 130. Ja, der Spurhalteassistent sollte immer an sein, weil ist mittlerweile ja Standard, dass die Fahrzeuge beim Losfahren den eingeschaltet haben. Ich habe ihn auch nicht ausgeschaltet, denn der ist tatsächlich auf der Landstraße so sanft gewesen, dass er mich nicht weiter gestört hat. Schau mal kurz, bei ein bisschen Hände vom Lenkrad, also zumindest ansatzweise. Das Auto geht in die Mittellinie, geht zurück. Bitte Hände ans Lenkrad, das ist sehr früh. So, jetzt nochmal. Wieder an die Mittellinie, wieder Hände ans Lenkrad, der ist super schnell dabei. Also das ist eine Meldung, die haben wir bei anderen Herstellern deutlich später.
Jetzt müssen wir mal etwas sanfter. Achtung, jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Hände als Lenkrad. Das ist schnell. Also unter 10 Sekunden ist schon relativ zügig. Jetzt gucken wir mal, was mit dem adaptiven Tempomat ist. Ah, er erkennt den Wagen vor mir, also den LKW, wird langsamer. Sehr witzig finde ich übrigens in diesem Zusammenhang auch das Farbspiel hier im Tacho links. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, das heißt, ich ziehe mal raus, sagen wir so, ich gebe gar nichts. Ich lasse ihn jetzt mal alleine machen, gucken aber zurück, er geht auf die 130 zurück, beschleunigt. Jetzt aber erst ganz gemütlich. Wahrscheinlich der Nachteil an dem Handschaltgetriebe, dass er eben nicht weil eben automatisch runterschalten kann. Jetzt sehe ich eben, dass hier die Farben sich verändern in meinem Tacho, dass wir jetzt wieder bei dem normalen Blau sind, nicht bei dem Grün. Aber auch das macht er vernünftig. Ich fahre jetzt nochmal wieder rein, wir schauen uns das nochmal an. Im Übrigen ist unser Verbrauch gerade gestiegen. Wir sind jetzt bei 5,5 nach den paar Kilometerchen hier. Wir haben jetzt gerade mal 46,9 Kilometer. Das ist Autobahn. So, jetzt sieht den Vordermann, da wird es wieder grün im Tacho, seht ihr? Das heißt, er nimmt Energie raus und zeigt das auch an, dass wir hier sparsamer unterwegs sind. Ich warte jetzt mal, bis die Autos weg sind, die hinter uns kommen. Ja, das wird so nichts. Das dauert noch ein bisschen, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Ich lasse den mal in Ruhe, ich drücke mal nicht aufs Gas. Oder doch? Na komm. Die sind alle zu schnell. Wenn wir da jetzt in dem Tempo weitermachen, dann wird das nichts. Ich fahre mal manuell raus. Mal gucken, bei 100 im vierten Gang. Also ich finde ja die Dreizylindermotoren von Ford wirklich schön. Das muss ich sagen, die machen einen guten Job. Kann man nichts zu sagen. So, ich schalte wieder den sechsten und sage, ich setze einen Reset. Ja, da hat der Spurhalteassistent gegengelenkt, weil ich nicht geblinkt habe. Und jetzt sind wir wieder 130. Lassen wir doch mal gemütlich rollen. Festhalten können wir auf der Autobahn, auch hier bei den Unebenheiten im Boden. Komfortaspekt für die Fahrzeugkategorie völlig in Ordnung. Bezogen auf das Geräuschniveau, auch für die Fahrzeugkategorie mehr als in Ordnung. Da gibt es eigentlich nicht viel zu schimpfen. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist dieses Thema aktiver Spurhalteassistent. Zum einen reagiert er extrem früh mit dem Hinweis Hände ans Lenkrad. Jetzt haben wir das Adaptive wieder. Er erkennt, dass der Wagen von der Spur geht und beschleunigt wieder. Funktioniert. Und zum anderen würde ich da gerne ein bisschen mehr Führung sehen, also ein bisschen mehr Mittenführung, dass das Auto tatsächlich nicht pendelt, sondern eben in seiner Spur bleibt. Und er müsste hier auf der Strecke eigentlich die Begrenzung locker erkennen, machen alle anderen das auch. Wir probieren es nochmal. Aktuell zieht er nach links an die Mittellinie, erkennt die, lenkt gegen, zeigt rot, pendelt rüber und sagt jetzt Hände ans Lenkrad. Mache ich jetzt mal nicht, mal gucken, was er dann macht. Und nach links, jetzt bremst er und Achtung, Fahrer ist müde. Das kommt aus einer Dauermeldung. Fahrer ist übrigens nicht müde, Fahrer ist warm. Wo wir gerade hier stehen, können wir eigentlich noch mal kurz in den Kofferraum schauen. Der Ford Puma, der bietet ein Kofferraumvolumen von 456 Litern mit aufgestellter Rückbank bis maximal 1216 Litern, wenn ich die Rücksitze umklappe. Das sind aber die Werte von dem normalen Benziner. Wenn ihr den Hybrid fahrt, sind es in beiden Positionen ca. 15 Liter weniger. Außerdem, wie ihr gesehen habt, es gibt eine elektrische Heckklappe, aber die ist optional. Die kostet bei Ford 530 Euro extra, wer die haben will. Ist aber dann ja ein reines Komfortfeature, würde ich mal sagen. Nicht zwingend notwendig. Was mir aber sehr gut gefällt, was Ford nämlich toll gelöst hat, ist das hier. Diese sogenannte Hutablage, die ist hier an der Kofferraumklappe befestigt. Das heißt, ich muss hier nichts mehr hochklappen, runterklappen, um irgendwo ranzukommen. Die ist sehr leicht, da klappert aber nichts. Und ich finde das wirklich eine sehr vernünftige Lösung. Dann hat Ford aber mit einer Sache so richtig gepunktet und das ist der variable Ladeboden. Denn wir können den nicht nur in der Höhe verstellen oder hier hinten einfach hinterklemmen, sondern darunter verbirgt sich die sogenannte Ford Megabox. Zum einen habe ich in der Umrandung eine Kunststoffoberfläche, sehr unempfindlich. Und mittendrin gibt es ein sehr tiefes Fach, das hat, ich glaube, 81 Liter sind es und bietet, weil es so weit runter geht, die Möglichkeit, hier in dem kleinen Kofferraum Dinge zu laden mit einer Höhe von bis zu 1,15 Meter. Und damit nicht genug, wenn ich den Kunststoffboden unten anhebe, der auch noch herausnehmbar ist, dann finde ich darunter auch noch einen Wasserablass. Das heißt, ich kann diese Box oder diesen Teil des Kofferraums komplett auswaschen, kann das Wasser einfach aus dem Auto rauslaufen lassen, mache den Stöpsel wieder rein und fertig ist es. Wie ich finde, eine sehr vernünftige Idee.
Kleines Update zum Thema Klimaanlage. Wir haben jetzt rund 46 Minuten, die wir unterwegs sind. Und es ist so, wenn ich die Klimaanlage auf Automatik stelle, dann kühlt die den Raum wirklich gut, sodass ich zum Teil sagen muss, die 22 Grad fühlen sich fast schon zu kalt an. Aber aktuell bei einer Außentemperatur von mittlerweile, was haben wir, 28 Grad, nicht unangenehm. Wenn ich auf die kleinste Lüfterstufe gehe, dann reicht es nicht. Dann wird es hier im Auto tatsächlich sehr schnell sehr warm. Wir sind übrigens jetzt wieder auf dem Stück unterwegs, wo wir nur 120 fahren dürfen. Was mich gerade irritiert ist, dass das Fahrzeug nicht automatisch die Geschwindigkeit angepasst hat. Das können wir uns jetzt vielleicht mal im Menü anschauen. Wir da reingehen in die Einstellungen und schauen mal kurz bei den Fahrerassistenzsystemen. Verkehrsschilder. Da gibt es die Geschwindigkeitswarnung, da gibt es die Toleranz. Die können wir einstellen, wollen wir aber nicht. Wir wollen eigentlich, dass unser Auto ich darf nicht die anderen Sachen nicht machen. Mal gucken, was er noch zeigt. Geschwindigkeitsregler, adaptiv. Intelligent. Stellen wir auf intelligent, denn dann müsste er eigentlich das mit dem Anpassen der Geschwindigkeit machen. Mal abwarten. Jetzt geht er auf 130. Warum? Weiß ich noch nicht. Ich finde aber nicht, dass der auf 130 ist. Wir sind bei 120 immer noch, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Da vorne ist jetzt, wird die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben. Aber ich habe natürlich die 120 jetzt eingestellt, was er macht. Wieder zurückspringt. Warten wir mal kurz ab, was er macht. Jetzt müssen wir es in der Stadt nochmal probieren, ob er bei Landfahrt. Er stellt fest, ist frei. Wir sehen können und gibt mir die 140. Wo er die jetzt her hat, weiß ich allerdings nicht. So, das ist jetzt die Situation, die ist nicht so schön. Er erkennt den LKW vor mir, den kleinen. Ich blinke, ziehe raus und bin schon halb auf der Überholspur, also auf der linken Spur. Und das Auto zieht trotzdem nicht weiter, sondern bremst bei seiner Verzögerung. Finde ich persönlich nicht so schön. Da finde ich, hätte der Wagen ohne Probleme, kurz die 130 wieder einstellen, ohne Probleme einfach beschleunigen können. Das machen andere Hersteller ein bisschen, in Anführungszeichen vorausschauender, ein bisschen weicher. So, unsere Autobahnfahrt, die nähert sich jetzt dem Ende. Wir haben jetzt rund 60 Kilometer hinter uns, haben aktuellen Durchschnittsverbrauch, der angezeigt wird, von 5,6, also damit deutlich über den 4,3 aus dem Datenblatt und sind jetzt rund 50 Minuten unterwegs. Und wie immer folgt jetzt die Fahrt kurzes Stück über Land und dann geht es in die Stadt, um mal zu schauen, wie sich unser 1 Liter Mild Hybrid denn da so schlägt. Wie so oft an dieser Stelle noch den Hinweis zum Thema Anhängerkupplung. Es gibt für den Ford Puma optional und aufpreispflichtig eine Anhängerkupplung, die ist abnehmbar, die kostet 650 Euro. Damit darf unser Ford Puma 1100 Kilo gebremst maximal ziehen und die Stützlast sind übrigens 75 Kilogramm. So, jetzt geht's für uns in die Stadt und jetzt heißt es, wir fahren 50 bzw. 30, je nachdem was erlaubt ist. Wir starten unsere Stadtfahrt mit einem angezeigten Verbrauch von 5,6 Liter je 100 gefahrene Kilometer. In der Stadt können wir wahrscheinlich davon profitieren, dass wir die Hybrid-Variante des Ford Puma fahren. Und zwar ist es ein Mild-Hybrid. Das heißt, wir haben ein sogenanntes 48 Volt Bordnetz im Fahrzeug und das ist dafür da, um diesen sogenannten Starter-Generator, der ist riemengetrieben, hier im Fahrzeug anzufeuern, sagen wir es mal so. Und was hier passiert ist, wir haben im Endeffekt einen etwas größeren Startermotor im Auto, also einen Elektromotor mit dem Auto, der dafür sorgt, dass das Fahrzeug zum Beispiel, wenn es an eine Ampel ranrollt und wir bremsen, den Motor früher ausschaltet über die Stopp-Start-Automatik, als es das normalerweise tun würde. Also nicht erst am Stillstand, sondern vorher. Denn über diesen Startergenerator könnte der Wagen problemlos nach diesem sogenannten Segeln den Benzinmotor wieder anschmeißen und sofort einfach weiterfahren, auch ohne komplett anzuhalten, wenn zum Beispiel die Ampel auf grün umspringt. Der andere Teil, den dieser Startergenerator übernimmt, das ist das sogenannte Boosten. Und das heißt, er kann zusätzliche Leistung ins Fahrzeug abgeben, wenn sie benötigt wird. Und das heißt, in unserem Fall gibt es hier bei dem Ford Puma bis zu
16 PS extra über diesen Startergenerator und bis zu 50 Newtonmeter extra Drehmoment. Bei unserem Fahrzeug hier sind es übrigens 40 Newtonmeter, die wir on top kriegen, wenn wir eben boosten, das heißt, wenn wir diese zusätzlich mögliche Energie abrufen. Und damit er diese Energie auch hat, gibt es im Fahrzeug eine separate Batterie für diesen Startergenerator. Und die wird übers Auto gespeist, nämlich übers Rekuperieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bremse oder das Auto ausrollen lasse, dann rekuperiert das Auto Energie, die es eben in diese Batterie schiebt. Und somit habe ich hier ein System, das eben auf der einen Seite die Energie, die sonst mehr oder weniger verloren gehen würde, einsammelt, um sie dann zu nutzen, um eben das Fahrzeug einfach ja, sparsamer unterwegs sein zu lassen oder aber den extra Kick zu geben, wenn ich ihn dann brauche. Was das tatsächlich am Schluss bringt, wenn wir hier durch die Stadt rollen, das werden wir hinterher herausfinden. Im Moment sind wir immer noch bei 5,6 Liter. Eine Sache möchte ich noch nachtragen, das habe ich gerade eben beim Auffahren auf die Autobahn vergessen, und zwar ein Punkt zum Thema Assistenzsysteme. Was Ford hier im Fahrzeug mit anbietet, und ich meine, das ist Serie, ist ein Falschfahrassistent. Das heißt, ihr hört das immer wieder in den Nachrichten, dass Leute verkehrt rum auf die Autobahn auffahren, also dieser klassische Geisterfahrer. Und bei Ford ist es so, dass die Fahrzeuge mittlerweile das Verhalten erkennen und den Fahrer nochmal davor warnen, was er da gerade macht. Und ich finde das eine wirklich gute Idee, denn ich denke, dass das tatsächlich dafür sorgt, dass weniger solcher Geisterfahrer unterwegs sind und dass weniger Unfälle, die durch diese Art des Falschfahrens verursacht werden, passieren. Also da von meiner Seite aus ein großes, ja, finde ich toll, Daumen hoch, denn das, denke ich, sollten mehr Autos haben. So, wir haben jetzt 70 Kilometer geschafft und sind in der Stadt immer noch 5,6 Liter je 100 gefahrene Kilometer, haben also da nicht irgendwas gut machen können, sind etwas über eine Stunde unterwegs. Da ist leider nicht wirklich was passiert bisher und ich hatte eigentlich gehofft, dass das Auto hier die Karte ausspielt und dass der Verbrauch jetzt nach und nach sinkt. Wir haben noch ein paar Kilometer Stadtfahrt vor uns und ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn er nicht hier ein bisschen was gut machen würde. Ich fände es tatsächlich schön, wenn er da zeigt, dass so ein Hybrid- oder Mild-Hybrid-System Sinn macht, gerade für eben Leute, die mehr, ich sag mal, Stop-and-Go fahren, die mehr in der Stadt, innerstädtisch unterwegs sind. Da würde ich tatsächlich schon ein bisschen was sehen. Übrigens eine Sache, die mir wichtig ist, ihr habt hier auch die Möglichkeit, bei dem Wagen so einen Geschwindigkeitswarner zu aktivieren. Das heißt, immer wenn ihr zu schnell seid, dann piept das Auto mal kurz und blinkt hier vorne so ein bisschen mit dem Verkehrsschild. Für alle, die es mögen, keine schlechte Geschichte. Bei mir ist immer so, das stört mich beim Fahren, deswegen schalte ich das grundsätzlich aus. Aber es ist, wie gesagt, im Fahrzeug vorhanden. Ich schaue mal kurz nach dem Start-Stopp-System. Der Motor läuft noch, ich habe ausgekuppelt und jetzt ist er aus. Da hatte ich irgendwie damit gerechnet, dass er von alleine eher ausgeht. Schau mal, wie schnell er wieder angeht, wenn ich weiterfahren darf. Müsste jeden Moment soweit sein. So, Ampel, komm. Jetzt. Okay, also er kommt erst in dem Moment, wo ich den Gang einlege, nicht wo ich kuppel. Aber er ist dann trotzdem sofort da, sodass ich im Grunde genommen keine Verzögerung habe. Also Start-Stopp-System läuft, was es natürlich bei so einem Mild-Hybrid auch tun sollte, wirklich sehr ordentlich. Schauen wir mal kurz, was mit diesen Segeln ist. Wenn ich jetzt hier sage, ich mache gar nichts, ja, jetzt dreht er mit nur 1000 Umdrehungen. Also der Motor geht da wirklich in Leerlauf, aber von Ausschalten sind wir noch weit weg. Jetzt kommt da vorne kommt eine Ampel. Ich lasse mal drauf zurollen und bremse mal. Mal gucken, wann er ausschaltet. 30 noch nicht, 20 noch nicht. Ja, jetzt ist er aus. Also irgendwann unterhalb von 20 Kilometern pro Stunde schaltet er den Motor aus, obwohl wir noch rollen. Und das ist so typisch für dieses Mild-Hybrid-System, dass er im Endeffekt da ausmacht. Und übrigens, er ist auch aus, obwohl ich die Kupplung getreten habe, also nicht ausgekuppelt habe. Und wenn ich den Gang wieder einlege, springt er wieder an. Für den Ford Puma gibt es aktuell drei unterschiedliche Benzinmotorisierungen und das sind alles Dreizylinder 1-Liter Triebwerke. Da haben wir das Basismodell, das hat 125 PS und ist ein ganz normaler Benziner. Dann gibt es den Motor, den wir haben, das ist der sogenannte Hybrid, auch 125 PS, aber dank des 48 Volt Bordnetzes und des Startergenerators kann der boosten und das heißt, wir kriegen hier zum Beispiel bis zu 40 Newtonmeter extra Drehmoment. Dann gibt es das gleiche nochmal leistungsgesteigert, ebenfalls wieder 1 Liter Dreizylinder, ebenfalls Hybrid, also Mild Hybrid,
hat dann aber 155 PS und hat bis zu 50 Newtonmeter extra Drehmoment bei Bedarf. Alle diese Motoren sind gekoppelt mit einem sechsstufigen manuellen Handschaltgetriebe und alle diese Motoren treiben beim Ford Puma die Vorderachse an. Es ist allerdings noch ein Diesel geplant und das wird dann 1,5 Liter Vierzylinder sein, der liefert 120 PS und Ford hat ebenfalls angekündigt, dass es für den Puma auch noch ein Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen geben soll. Falls ihr unbedingt ein Schiebedach im Auto haben wollt, so wie wir das hier im Testwagen haben und ihr mit der Höhe kein Problem habt, das kostet übrigens 1000 Euro extra, also das gibt es leider nicht irgendwo in der Serie. Und dann für alle Musikliebhaber, es gibt hier, wie bei uns im Testwagen auch, eine Bang & Olufsen-Anlage mit fast 600 Watt Maximalleistung. Ich glaube, es sind 10 Lautsprecher und die macht ordentlich Musik, aber auch dies gibt nicht umsonst. Die kostet 450 Euro Aufpreis, es sei denn, ihr fahrt so wie ich die ST-Version, also die ST-Line-Version als X, glaube ich. Da ist sie bereits in der Serie mit dabei. Wir haben jetzt die 75 Kilometer geschafft und haben aktuellen Verbrauch, ja, leider nicht besser als vorher, 5,7 im Durchschnitt, eine Stunde 18 unterwegs und wir kommen jetzt in den Bereich der Stadt, wo ja die Straßen nicht mehr ganz so eben sind. Das ist hier ein bisschen der ältere Teil und da zeigt uns der Ford, dass das, was ich über das Fahrwerk gesagt habe, nicht so ganz falsch ist, aber wenn ich hier langsam fahre, dann nehme ich diese Löcher schon mit, spüre die auch nicht zu doll, aber sie sind auf jeden Fall natürlich etwas intensiver zu fühlen als bei etwas flotterer Fahrt. Aber nichtsdestotrotz ist es angenehm. Also ich denke, das Fahrwerk hat den Daumen hoch tatsächlich verdient. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre, weil hier ist nämlich 30. Und was jetzt kommt, ist das, was jedes Mal kommt, die häufig zuschauen, kennen das. Ihr könnt jetzt vorspulen. Landshut at its best. Also jetzt gibt es den Blick nach vorne. Denn hier ist unsere wunderschöne große Kirche und die Einfahrt in die Stadt. Und wie immer sage ich es an dieser Stelle, der Grund, warum wir hier sind, ist nicht nur das Schöne, sondern auch wegen dieses Kopfsteinpflasters. Denn jetzt können wir sehen, was ist hier im Auto nicht fest, was ist lose, was knarzt, was klappert. Und das, was ich tatsächlich spannend finde, ist, je länger ich diesen Job mache, umso weniger gibt es da zu meckern. Denn auch hier nicht wirklich irgendetwas, wo man sagt, da fällt mir aber was auf. Alles schön ruhig und das ganz wichtig, obwohl wir immer mehr Plastik in den Autos haben. Gibt es keinen Grund, aber gar keinen Grund, sich über irgendwas zum Thema Verarbeitung zu beschweren, was hier jetzt lose wäre und sich selbstständig macht. Ich glaube, selbst meine Kamera ist aktuell leise. Sehr brav. Also das, auch die, die öfter zuschauen, die kennen den Scherz, denn das ist so ein Running Gag. Das haben wir jedes Mal, wenn ich hier über dieses Kopfsteinpflaster fahre, dass die Optik von der einen Kamera meint, sie müsste mitsingen. Aber aktuell wirkt es zumindest ruhig. So, also das ist wirklich gut. Jetzt wird es gleich ein bisschen ruhiger. Achtung, jetzt. Da merken wir sofort, glatte Oberflächen kommen hier auch gut an. Alles kein Grund, sich in irgendeiner Form zu beschweren. So, das ist jetzt die sogenannte Neustadt. Auch das wichtig für die Lands- und Ich-Kennen. Hier kann man super in kleinen Läden shoppen gehen oder in einen der vielen Restaurants oder Cafés sich was fürs Leib und Leben tun. Also ein bisschen was Leckeres zu sich nehmen. Gutes Deutsch übrigens, bin begeistert. haut euch drauf. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare. Jetzt kommt wieder ein bisschen gröberer Untergrund. Aber auch das ist wie bereits erwartet. Bezogen auf die Lärmbelästigung oder bezogen auf die Sachen, die das Fahrwerk weitermeldet, nichts, was mich stört. Jetzt kommt noch der Teil, den ihr jedes Mal ertragen müsst, weil ich sage das jedes Mal und ich finde es auch wichtig. Das ist jetzt die sogenannte Freiung hier in Landshut. Das ist der Bereich, wo jedes Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet. Auch das wissen alle die, die hier öfter zuschauen. Nach wie vor mit diesen schönen, alten, bunten Häusern drumherum und dem kleinen Platz in der Mitte und der Kirche dabei. Ein sehr schöner, kuscheliger Weihnachtsmarkt. Wenn ihr in der Nähe seid und sowas mögt, kommt auf einen Glühwein vorbei oder auf eine heiße Schokolade, gebrannte Mandeln und all den anderen Quatsch und die kleinen leckeren Ferkeleien gibt es ja natürlich auch. Für mich ganz klar einer der schönen, gemütlichen Weihnachtsmärkte, wenn es euch mal nach Niederbayern verschlägt. Wir fahren jetzt noch einen Moment weiter durch die Stadt. Aktuell 5,7 Liter, hat sich leider nichts dran getan, auch nicht innerhalb der letzten paar Kilometerchen. Und gleich wird es der Untergrund ein bisschen ruhiger. Und dann schauen wir doch mal, was wir am Ende unserer Stadtfahrt im Cockpit bezüglich auf den Verbrauch zu sehen bekommen.
Unsere Stadtfahrt, die nähert sich jetzt dem Ende. Wir haben jetzt 82 Kilometer hinter uns und haben eine Stunde, sind das 36, Fahrzeit hinter uns. Und leider haben wir in der Stadt überhaupt nichts gut machen können. Wir haben jetzt einen angezeigten Verbrauch hier von 5,8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Wir sind damit 1,5 Liter weg von dem Verbrauchswert laut Datenblatt. Das ist schon ziemlich weit, aber wichtig zu wissen ist, dieser angegebene Wert von Ford ist kein WLTP-Wert, also kein Wert nach dem neuen Prüfverfahren, sondern ein Wert, der zwar nach dem neuen Prüfverfahren ermittelt wurde, dann aber zurückgerechnet wurde auf den NEFZ-Verbrauch. Also das heißt, ich würde mal tippen, dass die tatsächlich so einen Verbrauchswert um die 6 Liter, also plus minus 0,5, bei WLTP angeben müssen. Deswegen glaube ich, dass wir vom WLTP-Wert, den ich leider nicht habe, nicht so weit weg sind. Aber gut, 5,8 Liter ist jetzt für mich kein Beinbruch bei normaler Fahrt. Da kann ich gut mit umgehen. Das dazu mal als Update. Im Ford Puma gibt es immer bereits in der Basis die Fahrmodi-Auswahl. Das heißt, ich kann unterschiedliche Fahrmodi wählen, wo sich das Auto dann tatsächlich an die entsprechenden, sag mal, Gegebenheiten anpasst. Wichtig hier und deswegen jetzt ein kleiner Ausholer. Ab der ST-Line, die wir fahren, und wir fahren die ST-Line X, gibt es das 12,3 Zoll große Cockpit mit dazu, das ich zum Teil konfigurieren kann, zumindest was die Inhalte angeht. Ich habe aber hier nicht diese sogenannte View-Taste, wie wir sie von anderen Herstellern kennen, wo ich die tatsächliche Anmutung verändern kann, wie zum Beispiel Cleaner oder eine große Karte drin oder sowas. Das gibt es hier nicht. Aber, und deswegen erzähle ich das, wenn ich die Fahrmodi mir aussuche oder verändere, dann passiert hier im Cockpit auch was. Und das zeige ich jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt aktuell sind im Normalmodus, können wir hier schön sehen, wenn ich jetzt umschalte auf den nächsten, das wäre Echo, dann sehen wir, dass sich das Bild ein bisschen verändert. Alles ein bisschen, ja, natürlicher oder naturgebundener. Wenn ich wieder einen weitergehe und sage, ich gehe von Echo auf Sport, verändert sich natürlich sofort das Auto. Also das Auto wird griffiger, etwas härter, Lenkung schwerer, nimmt die Gasannahme, verändert sich. Aber ich habe auch eine völlig andere Optik hier und die finde ich tatsächlich richtig cool. Mit dem Rot, das wirkt komplett anders, obwohl die Veränderungen gar nicht so riesig sind. Und ich sehe es übrigens jetzt auch live zum ersten Mal. Finde, das sieht richtig gut aus und vermittelt tatsächlich das, was es vermitteln soll, so einen sportlichen Charakter. Gehen wir eine weiter. Das wäre dann in dem Fall rutschig. Das ist so ein klassisches Winterthema. Und Moment, kurz hier gucken. Da sehen wir auch, das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr frostig gehalten, würde ich mal sagen. Klar, für schlechtes Wetter und so weiter ist das Auto da einfach ein bisschen anders ausgelegt. Und dann habe ich noch einen mehr, glaube ich. Und das wäre unbefestigte Straße. Finde ich jetzt bei unserem Auto hier so nicht zwingend wichtig, aber die Optik ist ganz nett, denn das zeigt so ein bisschen, ja, zurückgenommen, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erdiger in Anführungszeichen wirkt es hier. Das passt eigentlich ganz gut zum Thema. Finde ich persönlich gut gemacht. Wieder zurück. Ich glaube, das war es mit den Fahrauswahl. Ja, sind wir wieder bei normal und können da wieder auf die normale Ansicht schauen. Wie gesagt, ich finde die Idee ganz gut zusammen. Wir passen das an die Fahrmodi und geben jedem so einen eigenen Charakter. Finde ich persönlich gelungen und farblich auch sehr vernünftig umgesetzt, sodass man sich auch sehr schnell merkt, wo bin ich eigentlich gerade hier und es sofort sieht, in welchem Fahrmodus man gerade unterwegs ist. Als kleiner Nachtrag noch, dieser 1 Liter Dreizylinder mit seinen 125 PS und 210 Newtonmeter in Verbindung mit dem 48 Volt Bordnetz und diesem Startergenerator mit der Möglichkeit zu boosten, funktioniert mit unserem Ford Puma wirklich klasse. Der Wagen hat ein Leergewicht von knapp unter 1300 Kilogramm und das ist für den Motor absolut in Ordnung. Da kommt er wirklich mit zurecht, ohne irgendwie zu zucken und zu murren. Ich kann relativ schaltfaul fahren, wenn ich möchte. Der fängt dann erst bei wirklich niedrigen Drehzahlen an, so ein bisschen zu murren. Auch das der Frontantrieb schadet dem Auto überhaupt nicht. Das ist einfach ein sehr schönes, sehr gut ausgewogenes und abgestimmtes Paket. Sprechen wir doch mal über das Thema, wie sieht es eigentlich mit dem Platz aus hier bei unserem Ford Puma. Also hier vorne ist es so, dass ich als großer Mensch im Grunde genommen gut sitze. Also Beine sind in Ordnung, Sitzposition jetzt bezogen auf die Beine ist gut. Sitzposition bezogen auf die Einstellungsmöglichkeit des Lenkrads ist gut. Das Platzangebot hier oben zum Thema Schulter ist gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, wo ich so denke, ein Abzug in der B-Note tut Not, ist das hier oben. Denn wie ihr vielleicht sehen könnt, ich hänge quasi mit meinem Kopf in
dem Glasdach. Also das heißt, ich bin, hier ist der Holm, der geht so gerade an meinem Kopf vorbei. Wenn ich aber so mache, hört ihr es, dann streife ich den, und zwar massiv. Und dadurch neige ich dazu, immer so leicht schief den Kopf zu halten, was auf Dauer ein bisschen ins Kreuz geht. Und mir einfach das Gefühl gibt, hier ist nicht genug Platz. Was ich jetzt nicht beurteilen kann, ist, wie viel mehr oder weniger Platz habe ich, wenn ich auf das Glasschiebedach verzichte. Denn es kann durchaus sein, dass dann hier dieser Holm nicht ganz so weit runterkommt. Das sind nicht viel, ist nicht viel, was mir fehlt. Aber aktuell ist es da sicherlich nicht für große Menschen optimal gelöst. Gilt natürlich auch für die Beifahrerseite. Ansonsten, dieser Platzangebot ist gut. Wie es hinter mir ausschaut hier im Auto, das schauen wir uns wie immer bei einem separaten Stopp an. Und auch da, wie immer, werde ich meinen Sitz vorher nicht verstellen. Wir sind jetzt 90 Kilometer unterwegs. Das heißt, noch 10 Kilometer bis zu unserer 100 Kilometer Marke. Und der Verbrauchswert, der geht nicht in die Richtung, die ich gerne hätte. Wir stehen bei 5,9 Liter je 100 gefahrene Kilometer. Sind ein und eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ich glaube nicht, dass wir da noch viel Positives erleben werden. Ich hoffe jetzt mal, wir bleiben unter den 6, denn dann ist das für mich immer noch ein sehr ordentlicher Wert, zumindest für das, was das Fahrzeug so bietet. Aber lassen wir uns mal überraschen, wir haben jetzt noch die letzten paar Kilometerchen und es geht gleich noch mal kurz in die Stadt. Da haben wir dann noch ein paar Kilometer Stadtfahrt, aber wir haben aber bisher schon gesehen, dass er da nicht wirklich richtig Boden gut macht. Wie gesagt, bin mal gespannt, wo wir am Schluss landen, und bin vor allem dann noch mal gespannt, wie es beim Tanken ausschaut. Ich würde gerne noch kurz was loswerden zum Thema Anmutung hier im Auto. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich habe hier zwar serienmäßig schon das Touchscreen im Auto, das ja auch nicht klein ist, aber das wirkt so aufgesetzt, so irgendwie dran geschraubt. Zum einen liegt es daran, dass das fast schon quadratisch ist, wenn ich den Rahmen und die Bedienelemente mitnehme. Und zum anderen liegt es daran, weil das halt so sich gar nicht in das Fahrzeug einschmiegt. Ist persönlich nicht so ganz mein, und dazu kommen noch außenrum diese schwarz glänzenden Bereiche, die natürlich, wie wir es kennen, sehr gerne Staub annehmen, sehr gerne Fingerpatsche annehmen. Das hätte ich mir gerne so ein bisschen flacher, breiter, einmal ein bisschen, ja, schicker gewünscht. So, wie immer, der kurze Zwischenstopp, um zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz vorne ist nicht verstellt. Schauen wir mal, ob ich da hinten reinpasse. Also es ist schon relativ kuschelig, was ich so sehen kann, aber ich versuche es trotzdem. Also, für meine Füße ist hier nicht wirklich Platz. Meine Beine passen nicht hinter den Vordermann. Also leider nein. Aufrecht sitzen kann ich auch nicht. Dann stoße ich oben an den hinteren Rahmen von dem Glasdach an. Ist jetzt nicht optimal für mich gelaufen, aber nie vergessen. 1,95 mit langem Oberkörper hinter 1,95 ist nicht das Standardmaß. Und diese Dinge wie meine Kopffreiheit und meine Beinfreiheit sind nur wichtig für wirklich lange Menschen. Ich versuche jetzt trotzdem mal wieder hier rauszukommen. Oh Gott. Also, jetzt habe ich den Sport für heute auch geschafft. Ja, wie gesagt, nichts für sehr lange Menschen. Worüber wir da sprechen müssen, sind die Ablagen hier im Auto, denn ich denke, so ein Ford Puma sollte auch praktisch sein. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier vorne in der Tür eine vernünftige Ablage, die vorne ein bisschen schmaler ist, aber da ist dann quasi die Ablage für die Flaschen etwas weiter hinten, funktioniert aber ganz gut. Dann habe ich das natürlich auf der Beifahrerseite auch. Dann gibt es in der Mittelkonsole vorne ein Fach, da ist auch das induktive Laden versteckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, das ist aber auch Serie im Auto. Dann haben wir die Schaltkulisse, dahinter ein aufgeteilten zweifachen Becherhalter, in der Mitte mit so einem kleineren Fach, und dahinter kommt dann die Mittelarmlehne, die übrigens nicht verstellbar ist, die kann ich nur aufmachen, und darunter gibt es noch mal ein kleines Staufach, das mit so einem Einleger geteilt ist. Interessant hier ist, auf der Rückbank gibt es zwar in den Türen Becherhalter mit kleinen Fächern, und es gibt so ein Fach hier in der Mittelkonsole im hinteren Bereich, aber was es hier nicht gibt, ist eine Mittelarmlehne hinten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den anderen kleinen Wagen gibt, aber in diesem Fahrzeug hier gibt es keine Mittelarmlehne, zumindest nicht in dem Auto, das ich aktuell fahre. Selbstverständlich gibt es hier auch noch ein Handschuhfach. Da ist, wie ich finde, vernünftig Platz, das ist zweigeteilt. Und das Schöne ist, im oberen Fach findet hier
das Bordbuchplatz. Das heißt, das liegt nicht immer unten in dem großen Fach, das ich eigentlich für den täglichen Gebrauch nutze, sondern ich kann das oben reinlegen, habe damit so ein bisschen mehr Ordnung in meinem Handschuhfach. Sprechen wir nochmal über die Bedienung hier im Fahrzeug. Also neben den Elementen, die wir hier am Lenkrad vorfinden, über die ich ja schon gesprochen habe, habe ich hier links unterhalb des Lenkrads die Möglichkeit, das Licht des Fahrzeugs zu steuern. Relativ einfach gehalten. Hier kann ich auch die Kofferraumklappe entriegeln, beziehungsweise wenn ich eine elektrische habe, von hier aus bedienen. Und das macht alles einen sehr aufgeräumten, sehr ordentlichen Eindruck. Und habe hier oben oberhalb des Griffs fürs Öffnen der Tür noch die Möglichkeit, den Innenraum zu verschließen beziehungsweise aufzuschließen. Wenn wir in die Mittelkonsole gucken, dann sieht es so aus, dass ich hier im unteren Bereich, also unterhalb der mittleren Lüfter, die Einstellung für die Klimaanlage habe. Das heißt, ich habe rechts die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, links die Möglichkeit, die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Und dazwischen gibt es noch die Möglichkeit, unterschiedliche Strömungs- oder Ausströmungsrichtungen festzulegen. Das kennt ihr, Kopf, Füße, nur die Lüfter in der Mitte und so weiter und so fort. Und habe darüber hinaus hier noch die Möglichkeit, die Lenkradheizung anzumachen, die Heckscheibenheizung und auch die bei mir im Fahrzeug befindlichen beheizbaren Sitze anzusteuern. Wenn wir dann weiter nach oben gehen, dann finden wir hier dieses 8 Zoll Touchscreen, das vernünftig funktioniert. Darunter mit einer Reihe von Tasten, nämlich eine Möglichkeit, auf die Einstellung zu gehen, in dem Fall für die Soundeinstellung, dann vorwärts, rückwärts spulen, Start, Stopp oder Pause. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das ganze Display auszuschalten. Wichtig bei diesem System ist, das haben wir auch ausprobiert, Apple CarPlay, Android Auto ist dabei, ist nutzbar. DAB und DAB Plus ist Serie, sodass ihr hier nicht wirklich was vermisst. Bluetooth ist logischerweise auch mit an Bord und eine Sprachsteuerung gibt es auch noch. Also ist alles mit dabei. Apple CarPlay habe ich aktiv, funktioniert einwandfrei, gibt es nichts zu meckern. Alle, die Drehregler vermissen in anderen Fahrzeugen, die werden den Ford Puma mögen, denn nicht nur der Drehregler fürs Licht ist hier vorhanden, sondern wir haben hier einen Volume-Regler, also einen Lautstärkeregler, wir haben hier einen Tuning-Regler an der rechten Seite und wir haben sogar die Einstellung für die Temperaturen in dem und auch die Lüfterstufe in der Steuerung der Klimaanlage als Drehregler. Also da gibt es hier nichts zu meckern, Drehregler gibt es hier im Auto tatsächlich genug. So, 98,4 Kilometer haben wir. Wir haben jetzt leider einen Verbrauch von 5,8. Wir sind also nicht über die 6 gerutscht. Haben jetzt noch 1,5 Kilometer, bis wir nachtanken wollen. Und denke, das ist ein ja zu erwartender Wert gewesen nach den Fahrten, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sich das noch groß verändert, aber warten wir es mal ab. Vielleicht passiert ja doch noch was. So, 99,4 haben wir. Die Tankstelle ist mehr oder weniger schon in Sicht. Und es bleibt bei 5,9 Liter aktuell in der Anzeige. Wir haben nämlich gerade hier so ein bisschen Höhenmeter zu machen. Das ist das, wo wir losgefahren sind. Wir sind relativ weit oben losgefahren in Landshut und sind runtergefahren, fahren jetzt wieder hoch. Das kostet natürlich Benzin. 5,9 Liter sagt uns die Anzeige. Ich glaube nicht, dass da noch viel passiert bis zum Schluss. Und bin mal sehr gespannt, was wir nachtanken, ob es mehr sind als 5,9. Das waren sie, meine 100 Kilometer im neuen Ford Puma mit dem 1 Liter EcoBoost Motor als Hybrid in der Ausstattungslinie ST-Line X. Bevor wir aber zum Thema Verbrauch etwas sagen, erstmal ein bisschen was zum Auto im Allgemeinen. Was mir wirklich gut gefällt am Auto ist das eigene Exterieur-Design, obwohl man ganz klar sehen kann, Ford hat sich hier und da, sagen wir mal, inspirieren lassen, aber das Paket steht dem Auto wirklich gut. Der ist von vorne schön aggressiv und sportlich, von hinten richtig schön fetten Hintern, steht wirklich gut da. Wenn ich in den Innenraum schaue, auch da geht es modern weiter. Ich finde hier serienmäßig zum Beispiel Sportsitz, ich finde hier Carbon-Optiken, ich finde hier ein Sportlenkrad, wirklich schöne Dinge. Ich habe ein Infotainment mit 8 Zoll in der Basis bereits. Ja, ist typisch Ford, ist nicht super schick, aber funktional. Ich habe insgesamt einen sehr schönen Innenraum vorne. Und finde auch Platz genug, selbst für große Menschen. Das Einzige, wo wir vorne Abzüge machen müssen, ist die Kopffreiheit. Das könnte aber am Schiebedach liegen. Das müsst ihr einfach ausprobieren, wenn ihr groß seid. Auf der Rückbank ist es platzmäßig nicht ganz so toll. Da passe ich nicht hinter mich. Gut, ich bin jetzt sehr groß. Aber wenn ihr groß seid und auch mit Leuten zusammen Auto fahren wollt, die vielleicht hinten sitzen, checkt das vorher mal, ob das für euch funktioniert. Für mich, wie gesagt, funktioniert es nicht. Dann habe ich das Thema, wie wirken so die Oberflächen und die Materialien? Ich finde grundsätzlich gut, aber es gibt so hier und da Flächen, wie zum Beispiel die Kunststoffteile in den Türen. Die wirken optisch nicht ganz so ansprechend. Ich denke, das hätte man ein bisschen besser machen können. Aber verarbeitet ist es ordentlich, da knirscht und knarzt gar nichts. Zum Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme muss sich der Wagen überhaupt nicht verstecken, denn der hat bereits in der Basis das Wichtigste und mehr. Und es gibt nach oben rauf auch noch reichlich Dinge, die man vernünftig in Paketen oder auch einzeln dazu konfigurieren kann.
Das hat allerdings auch seinen Preis. Der Ford Puma, der kostet in der Basisausstattung bereits über 23.000 Euro und bewegt sich damit auf einem Preisniveau von zum Beispiel dem deutlich größeren Seat Ateca. Klar, der Ateca hat nicht diese ganzen kleinen Spielereien, die der Ford in der Basis schon bringt, aber es ist ein anderes Auto. Wichtig ist aber auch zu wissen, das ist die Titanium-Ausstattung, aktuell der Einstieg. Und normal gibt es bei Ford immer noch günstigere Varianten. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Ford noch eine Version nachschiebt, die dann wahrscheinlich deutlich unter 20.000 Euro kostet. Jetzt aber mal zum Verbrauch. Ford gibt unseren Puma hier mit dem 125 PS Hybridantrieb an mit 4,3 Liter je 100 gefahrene Kilometer. Während unserer Fahrt haben wir diesen Wert zu keinem Zeitpunkt erreicht. Wir waren immer so eher Richtung 5 und um 5 Liter herum unterwegs und haben gesehen, am Anfang die ruhige Überlandfahrt, das hat gut funktioniert. Auf der Autobahn hat er dann ein bisschen mehr gebraucht, da waren wir auch Richtung 6. Und am Schluss in der Stadt konnten wir nicht wirklich wieder was gut machen, sodass wir am Ende unserer 100 Kilometer vor der Tankstelle wieder einen Wert hatten, der da angezeigt wurde mit 5,9 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Das ist ein Wert, mit dem ich gut leben kann, zumal die 4,3 eben nicht nach dem neuen Messverfahren WLTP angegeben sind, sondern so gemessen, aber zurückgerechnet aufs alte Messverfahren. Da wissen wir, sind die Abstände deutlich größer. Getankt habe ich dann tatsächlich 6,4 Liter, also nochmal 0,5 mehr und finde aber immer noch, dass das für 125 PS in so einem, naja, sportlichen SUV kein schlechter Wert ist. Da kann ich absolut mit leben. Klar ist, wenn ihr Autobahn fahrt und die ganze Zeit Vollgas, dann wird es natürlich logischerweise mehr. Ein bisschen schade finde ich halt diesen Abstand und ein bisschen schade finde ich auch, dass immer noch die alten Werte angegeben werden. Aber das ist halt, wie es ist. Das Einzige, was ich eben bei dem Auto tatsächlich finde, was nicht so schön ist, ist das Thema Preisgefüge aktuell. Und ich denke, der ist einfach für den Einstieg einfach zu teuer, gerade im Vergleich zu anderen Modellen. Auf der anderen Seite gibt es dafür aber auch ein Auto, das werden nicht so viele fahren. Das hat einen ganz eigenen Look, fährt sich wirklich gut und ich denke, ist sicherlich auch deutlich erfolgreicher als sein Vorgänger.